Ich bin jetzt angezogen. Hab Dank, dass ihr meine Robe aus Kunshyo mitgenommen habt. Ja, wir waren uns nicht ganz sicher, was wir mitnehmen sollten, aber es sah so aus, als hättet ihr sehr überstürzt aufbrechen müssen. Ja, tatsächlich. Ihr habt also ihr habt es gefunden. Sehr gut. Ja. Ja, ich wollte mit euch wegen Satinav sprechen. Und ich weiß, dass ihr ein Ritual vorhabt und ich wollte euch unterstützen. Und da bin ich dann eben bei meinen Forschungen, nicht nur in Kunchum, sondern später auch in Talusa, auf einiges Wichtiges gestoßen, was man sicherlich benutzen kann. Was das angeht, eine kurze Zwischenfrage, bevor ich es vergesse. Als wir den Weg aus der Stadt hinausgenommen haben, hatte ich nicht zufällig die Augen offen gehabt? Was meint ihr damit? Ist euch auch eine Erscheinung aufgefallen im näheren Limbus? Ach so, ja, die habe ich gesehen. Was denkt ihr darüber? Retino Wahrscheinlich scheint offensichtlich einen Schluss zu haben, aber den nicht hören zu wollen. der Gegenspieler von Satinav. Ja. Ich hatte gehofft, dass im Wahn verirrt hat oder so. Immerhin ist sie Wächter des Limbus. Hier reden wir später nochmal Und der darüber. Kausalität? Ebenso. Ihr wolltet aber zuerst einmal Abelmir über etwas unterrichten. Genau. Also, wie gesagt, ich habe viele verschiedene Devotionalien organisiert. Ich hoffe, ihr habt sie mitgebracht. Die waren alle für euch. Verzeiht mir, dass ich keine genaue Katalogisierung vorgenommen habe. Wisst ihr, dass ich es mit der Art Materie nicht so habe. Was meint ihr denn genau? Meint ihr die Tierknochen, die Särge und ihren Inhalt, die Bibliothek? Ja, vor allem die Knochen. Die Tagebücher und so weiter, die waren nicht weiter wichtig. Das war etwas anderes. Aber nur auch die Hausapotheke war nicht weiter wichtig. Von den Särgen, nun, die kann man benutzen, aber vor allem die Knochen. Nun, ich glaube, man kann gerade hier auch einige Schildkröten- oder Papageienschädel mit einstreichen, aber so ein gut präpariertes Krokodil oder ein Zwergenschädel, gerade bei dem hohen Was? Alter. Also, das werden wir nicht verwenden. Nun, wie dem auch sei, da muss ich den Abel mir zu aussprechen. Ich hatte sie einfach nur erstmal besorgt. Nun, und dann hatten mich meine Studien nach Talusa getrieben und ich hatte dann hier im Südwesten der Stadt hatte ich in einem der Hügel dann tatsächlich das Grab, den Hügel des Todes gefunden von Drunchaban. Und ich hatte dann gerade da seinen großen Sarkophag freigelegt, als ich dann, nun ja, festgenommen worden bin. Verzeiht, wo ist dieses Grab? Auf dem Gräberfeld, etwas außerhalb der Stadt, im Südwesten. Und dies ist eine Devotionalie. Ja, selbstverständlich, für Satinav Beschwörung. Die wir anstelle von dem Zwergenschädel verwenden können. Ohne Probleme, ja. Sehr gut, dann holen wir diesen, was auch immer das ist, und Naja, Bultax, das ist aber auch ein Grab. Ich sehe Aber nicht, wo das ein Vorteil wäre. ich gebe zu, ich finde es ein wenig seltsam, dass ihr einen sehr starken Anspruch dagegen habt, einen Zwergenschädel als Donarium zu verwenden und gleichzeitig gar keinen einen Geist an den Schädel des Al-Hakir gebunden zu haben. Natürlich. Warum sollte ich da einen Einspruch gegen haben? Nun, schließlich handelt es sich hier bei beidem kulturschaffende Wesen und die Aussage, dass ein Zwergenschädel auf irgendeine Weise heiliger oder unheiliger oder ein größerer Sakrileg darstellen würde als der Schädel eines Menschen, wäre ziemlich rassistisch, denkt ihr nicht? Wir wurden sprichwörtlich von Angrosch geschaffen. Gerade deswegen seid ihr ja so viel wert. Ja, aber wir verwenden uns trotzdem nicht für irgendwelche Rituale. Zweifelsohne bin ich mir sicher, dass ein hinreichend kundiger Dämonologe in der Lage ist, ein Arrangement Donarien zu konstruieren, das ohne die Verwendung eines Zwergenschädels auskommt. Aber das Sehr Schöne gut. ist ja auch Schließlich schon. hat unser Freund Ganesetiana hier eine sehr umfangreiche Sammlung zur Verfügung gestellt. Naja, das Schöne ist ja, dass wir sowieso schon wissen, dass das Ritual Erfolg haben wird. Zumindest das kann man bei Zeitreisen sagen. Sie hat erfolgreich stattgefunden, also wird sie erfolgreich stattfinden. Aber seht ihr, wir können sagen, dass der erste Teil des Rituals, die Durchführung, erfolgreich sein wird. Wir können nicht von Sicherheit davon ausgehen, dass Abelmir auch heil wieder zurückkehrt.
Genau darum müssen wir uns kümmern. Ja, ja, genau, das ist das Problem. Das versuche ich mir schon seit Wochen einzutrichtern, aber der Mann hört einfach nicht auf mich. Deswegen haben wir auch gerade ein... sagen. Ja, ja, genau, deswegen haben wir auch gerade ein Problem mit Heskatet. Und ich wünschte, ihr hättet es nicht gesagt. Ach, sie weiß sowieso, dass wir ihr auf den Schlichen sind. Ja, aber die nickt irgendwie zum Rest der Mannschaft rüber. Die hier noch nicht. Naja, ich habe seit ungefähr 3 Jahren mit ihr zu tun. Euch ausgenommen. Aber was ich immer noch nicht verstehe, Kanizetiana, Abelmir ist kein Beschwörer und ihr sammelt für ihn Donaria? Ja, ja, für das erfolgreiche Wandeln in der Zeit zurück zum Jahr des Feuers und dem Schlachtfeld der drei Kaiser. Ihr Mensch versteht sowohl die Natur der Temporalzauberei an dieser Stelle, als auch die Natur der Dämonenbeschwörung. Selbstverständlich, Abelmir hat absolut keine Ahnung davon, wie man dämonische Entitäten beschwört und ihnen Form gibt. Aber viele, nennen wir sie Zauberformeln, sind tatsächlich nichts anderes als die sehr starr in Form gegossene Anwendung dämonischer Materie. Zum Beispiel der Nunzivolo, wenn ihr so wollt. Zum Beispiel aber auch die namentlich in den schwarzen Landen verbreiteten unelementaren Varianten diverser Elementarzauber, die im Endeffekt nichts anderes machen. Nur statt sich in diesfährigen Herberufungen zu bedienen, greifen sie ihre Energie halt aus der siebten Sphäre ab. Außerdem ist dem Charakter der Temporalzauberei ohnehin eine gänzlich rituelle Komponente zuzuordnen. Ihr erinnert euch, wie lange ich an Vorbereitungszeit brauchte, um nur in die Vergangenheit blicken zu können. Abelmir möchte diese Barriere aber durchschreiten. Dies benötigt eine ganz andere Vorbereitungsdauer und einen Aufwand. Und dieser hat nicht unbedingt etwas mit einer Beschwörung selbst zu tun, sondern, nun, es ist ein Ausdruck der vorbereitenden rituellen Handlung, die als Grundlage für eine solche Situation genutzt wird. Nein, das würde jetzt zu weit führen. Aber wir benötigen diese Gegenstände tatsächlich. Dazu kommt natürlich noch bei der Zahl Temporalzauberei eben nicht mit der siebten Sphäre, in diesem Falle wäre es Eskatet, sondern wahrhaftig mit der ersten, also mit Satinaf. Was ist das von der ersten oder der zweiten Sphäre? Hilft mir jemand aus? In der ersten ist K, wo Satinaf ist. Also, was auch mit dem blinden Zeitenschiff, wo ist das? Im Limbus. Im Limbus, ja. Im Limbus, nicht in der ersten Sphäre? Nein. Im Limbus. Sondern in den Raum zwischen den Sphären greift, um dort mit der Entität anzufangen. Nun, daraus ableitend könnte man selbstverständlich die Hypothese aufstellen, dass es auch möglich sein musste, Dämonen direkt aus dem Limbus zu beschwören. Aber darüber wollen wir gar nicht erst nachdenken, denn das hat unbequeme Konsequenzen für alle Beteiligten. Das ist ja sogar möglich. Vor allem bei Heskatet ist das möglich, aber das ist ja auch alles gar nicht das Problem. Wenn es nur um Satinaf gehen würde, das könnte man sicherlich lösen. Aber nun, alleine dadurch, dass wir wissen, dass die Zeitreise schon geklappt hat, wissen wir, dass Satinaf auf unserer Seite ist. Das heißt, er wird uns helfen, aber die Herrin vom Feuer von Chasnabar, sie steht nun gegen uns, um dieses Ungleichgewicht auf ihrer Waage zu bekämpfen. Und das ist wesentlich schlimmer, als wenn man nur von Satinaf zerrissen wird. Ich möchte euch fragen, warum helft ihr uns? Ich habe euch schon geholfen. Warum habt ihr uns geholfen? Ich werde euch schon geholfen haben werden. Die beantwortet meine Frage nicht. Kausalität, Abelmir. Ihr habt tut mich, das, weil es sowieso passieren wird. Ihr habt mich darum gebeten. Ihr werdet mich darum beten. Und wenn er versucht, sich dagegen zu sträuben, wird Satinaf auf fortwährend unbequemere Weise dafür sorgen, dass er es doch tut. Nun, ich frage nach dem einfachen Grund, warum hilft ihr uns? Er hat es euch gerade erklärt. Hört ihr dem Mann nicht zu? Doch, ich höre ihn zu, aber er beantwortet meine Frage nicht. Er weicht ihr aus, indem er über Kausalität schwafelt wie ihr. Ebenso. Er will von Satinaf nicht zerrissen werden, er will überleben. Ich denke, das ist eine hinlänglich nachvollziehbare Motivation. Wenn ihr das zynisch ausdrücken wollt, er tut es, weil er muss. Warum muss er? Wer weiß, fragt den 13-Jährigen. Genau. Ich trau ihm immer noch nicht. Ihr sollt und müsst mir ja gar nicht trauen. Darum geht's ja auch gar nicht. Und ihr hegt keinen Groll gegen Abelmir? Nein. Wie habt ihr euch von dem Pakt gelöst? Ich habe studiert und ihn dann gemeinsam mit dem Hesindegeweihten gebrochen.
Mit welchem sind der Geweihten? Mit dem in Kunchum. Und man hat euch leben lassen? Ja. Normalerweise werden diese Leute danach hingerichtet, irgendwie vorübergeben. Das mag bei euch in Horas Reich vielleicht so sein, aber speziell die Hesindekirche ist dafür bekannt, dass sie durchaus nicht jeden reuigen Paktierer hinrichtet. Das kommt auf die Kirche an. Praios verbrennt und Effert sicherlich auch und Rondra sowieso. Und ja, ich war mit Dummheit gestraft dann habt ihr mich darum gebeten, beziehungsweise ihr werdet mich darum gebeten haben. Deswegen habe ich dann angefangen zu studieren. Ich würde gerne menschliche Proben machen. Es ist die Kausalität. Er scheint dich nicht zu belügen. Er scheint die Wahrheit zu sprechen, aber... Ich weiß nicht. Nun, wir werden sehen, was dort passiert, wo ich diesen Zauber gewirkt haben werde. Nun fangt ihr an zu verstehen. Ich werde ein Auge auf euch haben, das ist euch doch klar. Das ist mir klar. Gut, dann wollen wir im Dämonikon lesen. Ihr was davon? Selbstverständlich. Natürlich. Ihr habt es mir doch gesagt. Ihr werdet es mir gesagt haben werden. Ja, lassen wir diese Zeitformulierung in der Gegenwart. Ihr seid so ein Heuchler, Abelmir. Ich weiß. Dieses Buch ist ein wertvoller Schatz und nun ja, er ist nicht unumstritten. Nun, ich habe dieses Dämoniken erworben auf der Arche. Dann sollten wir eine ganze Menge über Heskatet herausfinden sollen. Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Es gibt anscheinend mehrere Exemplare in verschiedenen Zeit- und Realitätsebenen. Selbstverständlich gibt es die. Dann sagt mir Canicetiana, sind eure Nachforschungen hier vor Ort denn nun abgeschlossen? Nein, im Prinzip, ich war gerade dabei, den Hügel des Todes zu untersuchen. Dort war eine ganze Menge. Die Sachen, die man noch benutzen könnte. Aber nun, wenn ihr mögt, ihr müsst ja sowieso noch nach Südwesten, nicht wahr? Ich frage jetzt nicht, woher ihr das wisst, aber ja. Naja, bin ich der Einzige, der von Grabräuberei stark abraten möchte. Es ist das Grab von diesem Sultan Dunjaban, ja? Korrekt, korrekt. Bin mir nicht sicher, ob speziell dieser Tote unter Borons besonderem Segen steht. Nun, die einzige Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, ob ein geweihter Ehre bestattet wurde. Alles andere ist, hinfällig. Denn schließlich stehen alle Toten unter Borons Schutz, so sie denn korrekt bestattet werden. Und ihr haltet dies alles für nötig, damit Abelmir nicht zerrissen wird. Nun, wir werden sicherlich noch eine ganze Menge Hinweise in Selem finden. Auch die sollten uns genügen, aber... Es gibt eine andere Möglichkeit. Wieder wäre... Nun, aber mir kann nur zerrissen werden, während seines Temporaldurchschritts. Schließlich kann kein Dämon, ohne beschworen zu werden, in dieser Sphäre walten. Er sollte also der Erzdämon, der da genannt wird, Heskatet, sagen wir, nicht da sein, während Abelmir seinen Temporaldurchschritt vollführt, wäre er sicher. Wie wollt ihr einen Erzdämon daran hindern, zur Stelle zu sein? Ich verstehe. Ein Dämon aus dem Zwischenlimbus. Ihr wisst, was mit eurer Spektabilität passiert ist. Nun, ich habe nicht vor, dasselbe Maß an Irreverenz an den Tag zu legen. Außerdem
bin ich davon überzeugt, dass sie ohnehin mit uns sprechen möchte. Jedenfalls mit mir. Außerdem sind alle überzeugt, dass es sich hier nicht um die beste Idee, sondern um puren Größenwahn handelt. Oh. Naja, aber mir, wenn ihr es für euer Leben für notwendig haltet, würde ich euch nicht davon abhalten. Aber ich werde euch auch nicht bei Grabräuberei unterstützen. Nun, ich habe nicht vor, ein Grab zu plündern. Ja, wunderbar, dann sind wir ja auf einer Wellenlinie. Gut, dann gibt es hier nichts mehr zu tun und ihr könnt auf dieses spezielle Donarium verzichten. Es muss Abelmir für euch entscheiden. Wir können uns ja dieses Gebeinfeld anschauen und sehen, ob wir dieses Grab schänden müssen oder ob es schon offen liegt. Kapitän, ja, mit eurer Erlaubnis, ich werde nicht einmal einen Fuß dorthin setzen. Genehmigt. Ja, ihr habt ja Angst vor Toten. Ich habe keine Angst, ich habe den gebotenen Respekt vor ihnen und vor Borons Zorn. Nennt es, wie ihr wollt. Abelmir, ich werde euch begleiten. Ihr solltet euch schon ziemlich sicher sein, Abelmir, denn es ist aus verschiedenen Gründen riskant, dorthin zu gehen. Nun, da Kanizitiana verschwunden ist und, naja, es bekannt ist, welchen Verbrechen sie angeklagt ist, werdet ihr wohl kaum hoffen können, das Gräberfeld unberührt zu finden. Oder unbewacht. Nun, ich kann dahin gehen, um meinen Freund zu bestatten. Ich habe ja tatsächlich einen Zwergenknochen, den ich gerne bestatten würde. Das wird ja wohl kaum verwehren. Die sind ja auch nicht dumm. Wir sind verschwunden, Kanizitiana ist verschwunden. Die können wohl zwei und zwei zusammenrechnen. Naja, auf den Hügeln des Todes wurden damals auch die Sultane bestattet. Ich glaube nicht, dass ihr da euren Zwergenbruder den diesen Schädel beisetzen könnt. Nun, eigentlich dachte ich eher an eine riesige Feuerschale und die Knochen so lange zu verbrennen, bis... Naja... eine ordentliche Bestattung geben. Das können wir hier an Bord. Sehr gut. Dann machen wir das. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich ihn nicht getötet habe. Das kann ich gar nicht. Das habe ich jetzt auch nicht angenommen. Gut, gut. Ein frischer Schädel wäre zweifelsohne weniger potent. Es ging vor allem um das Alter. Ihr könnt es an den Rillen am Schädel erkennen. Also, je nachdem, wie viele Kreise und Ringe sie haben, desto älter. Das sind Wachstumsschichten. Wie Bäume also. Wie Bäume, ja, ja. Ich kümmere mich um die Bestattung und werde mit Angrosch Minia ein Angrosch-gefälliges Feuer entzünden, um ihm seine letzte Reise zu gewähren. Ihr entschuldigt mich. Ja, und damit nehme ich den Schädel und gehe. Wir sollten uns auf jeden Fall auf diesem Hügel einmal umschauen. Rafin wollte mich begleiten, um sicherzustellen, dass ich nichts Boron Ungefälliges tue. Naja, können wir natürlich. Ich befürchte nur, wie Zulamin schon zu Recht gesagt hat, der Hügel wird bewacht sein. Und wenn ich mit euch da auftauche, ist jeder Anschein von Heimlichkeit vorbei. Vielleicht könnten wir ein wenig Gras über die Sache wachsen lassen. Uns erst in das Massiv begeben, die Avianda vor der Küste ankern lassen und wenn wir zurückgekommen sind, werden mindestens einige Tage vergangen sein. Vielleicht sieht die Lage dann schon wieder ganz anders aus. Wenn ihr mich fragt, wir sollten sonst die Avianda nehmen und einfach flussaufwärts weiterfahren. Vielleicht treffen wir dann dort den Effortgeweihten, den ihr braucht. Ist da nicht eine Brücke im Weg? Die kann man hochziehen. Hm. Und wir müssen nur ganz nett fragen und dann ziehen die für uns hoch, ja? Ja, das kostet selbstverständlich etwas. Verzeiht, wenn ich nicht unbedingt den guten Sinn habe, noch mit offiziellen Organen der Stadt. Könnten wir nicht einfach einen kleinen Flusssegler mieten und dort hinaufsegeln? Naja, also Zulamin hat einen guten Punkt aufgemacht. Wir sollten so schnell wie möglich erstmal den Hafen verlassen. Am besten jetzt sofort. Richtig. Ja, ich denke, das wird auch Boltaks Begräbniszeremonie nicht im Wege stehen. Ja, dann los. Komm, ja, kannst du von dir nicht. Ja, Zulamin geht an Deck. Havulgard, wir müssen etwas überstürzt auslaufen. Ah, hab ich mir gedacht. Das wohl. Wohin?
Erstmal ein Stück vor die Küste. Es kann sein, dass wir noch einmal zurückkommen, aber erst einmal raus aus dem Hafen. Wir wollen hier nicht festgesetzt werden. So verstanden. Gut, dann Leinen lösen! Alle Mann auf ihre Posten! Das wohl! Ja, und so könnt ihr aber zusehen, wie euer Schiff nach und nach aus dem Hafen herausgelotst wird und ihr euch wieder kurz vor die Stadt begebt.